Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit dem VfL beim Fußballmanager 24. Und die wahrscheinlich schwerste Aufgabe in der Saison auswärts beim FC Bayern müssen wir ran. Kleine, leichte Verletzungssorgen haben wir auf unserer Seite. Bayern selbst steckt ein bisschen in der Krise. Auf beide Themen kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorweggenommen, wir sehen können, Thomas Tuchel schon jetzt nicht mehr im Amt. Das ist schon mal der erste kleine Paukenschlag der Saison. Hat genau 4 Spieltage gehalten und schon ist er wieder arbeitslos, so gesehen. Aber ja, gehen wir erstmal rein in die Vereinsnews. Ja, wir haben vielleicht einen kleinen Unruheherd, der sich ein bisschen aufbaut. Ich muss mal ein bisschen schauen, dass ich das Training ein bisschen mehr variiere. Und zwar haben wir hier Bero, der ja mehr Rückschritte macht wie Vorwärtsschritte, also sich weiterentwickelt. Genauso wie Paslak, der da per se keine nicht abbaut, aber so über sich, über das Trainingsniveau beschwert. Also es wäre ein zu geringes Niveau. Da müssen wir jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen schauen, dass wir das da ein bisschen fordernder gestalten. Könnte vielleicht daran liegen, dass wir die Spieler nach den Spieltagen vielleicht zu sehr schonen. Die kriegen manchmal von mir einen Tag frei in Bezug auf individuelles Training, aber ansonsten eigentlich werden die geschleift bis zum geht nicht mehr. Ja gut, vielleicht ist es nichtsdestotrotz immer noch zu wenig. Dann haben wir einen Testspielsieg der Reserve, wieder 5-0 und wieder war Mohamed Mahmoud doppelt zur Stelle. Letztes Mal ja ein Dreierpack, hier doppelt zur Stelle. Unsere Reservespieler haben auch Einsatzzeit bekommen gegen Hildesheim. Definitiv ausfallen fürs Bayern-Spiel, wie ihr schon sehen könnt, Luis Musset, Ermasovic sind ja noch Langzeitpatienten. Neu hinzugekommen ist Kevin Stöger, wieder. Eine Knieverdrehung, 3 bis 7 Tage fällt er aus, aber lässt sich verkraften, weil wir haben ja noch Daschner in der Hinterhand. Ja, und vor allem die Ausfallzeit ist ja so gesehen recht kurz. Bayern, hier sehen wir mal einen kleinen Blick auf die Taktik und auch allgemein, warum die Mannschaft Tuchel rausgeschmissen hat. Das sehen wir uns mal gleich ein bisschen detaillierter schnell an. Tiki-Taka haben wir zu erwarten. Schwerpunkt, wie man sehen kann, auf kurze Pässe, extremes Passspiel ohne Ball. Und halt jede Menge Geduld. Das spielt uns vielleicht in die Karten, aber es wird ja, wie gesagt, schon sehr, sehr schwer. Müssen wir unsere Chancen nutzen. Stabiles Stehen oder kompakte Defensive ist das vielleicht Schlüssel, um Punkt oder mit ganz viel Glück auch 3 mitzunehmen. Raumaufteilung bei Standard sehen wir, ist gemischt. Und ja, überwiegend in den letzten Spielen sind sie so vorgegangen, dass sie den kurzen Pfosten absichern. Normalerweise würde ich sagen, wir ändern dann unsere Eckballvariante auf, dass wir auf den Langball flanken. Da weiß nicht, aber bin ich ein bisschen unsicher, weil uns dann Stöger fehlt als Freistoßschütze. Wittek kann es auch, genauso wie Paslak. Aber ja, ist bisher unsere bewährte Vorgehensweise gewesen, auf den kurzen Pfosten den Ball zu ziehen. Vielleicht poker ich da ein bisschen. Da sehen wir mal. Eventuell, warum Tuchel jetzt mittlerweile schon nicht mehr im Amt ist. Erstes Champions League-Spiel zu Hause, auswärts, nicht zu Hause, auswärts bei Manchester United 3:2 verloren und auch schon Niederlagen sich eingefangen. Es gab schon Niederlagen gegen Werder Bremen auswärts, genauso wie bei Gladbach. Also auswärts hat man es scheinbar nicht so gut drauf, Stand jetzt. Haben zwar den Supercup gewonnen, aber ja, scheint wohl nicht zufriedenstellend sein. Zu sein, die Leistungen des FC Bayern hier in dem Fall. Kingsley Coman und Manuel Neuer fallen aus. Und auf unserer Seite halt, wie gerade schon gesehen, Erhan Masovic und Kevin Stöger. Taktisch gehen wir so vor: 5-3-2. Kvarteng spielt wieder von Anfang an. Für Asano, einfach weil er den leichten Vorsprung hat, genauso wie im Abschluss etwas stärker ist. Wir werden nicht viele Chancen bekommen und daher ist mir das ein bisschen wichtiger, Spieler da aber drinnen zu haben, die halt ja, etwas kaltschnäuziger sind. Vor allem Kvarteng ist ja gut aktuell in Form. Innenverteidigung unverändert an und für sich. Eigentlich, wie ihr sehen könnt, da gab es keine großen Wechsel. Daschner für Stöger, Schlotterbeck für Masovic, kurz gesagt. Taktische Ausrichtung ist ausgewogen statt kontrolliert, aber alles andere bleibt eigentlich gleich. Der Gegner selber tritt folgendermaßen an: Harry Kane, das wird schwer, sehr schwer sogar, im Sturmzentrum, geflankiert von Gnabry und Sané. Man kann stark davon ausgehen, dass auch Davis und Masraoui sich vorne einschalten werden ins Angriffsspiel und nicht Ulreich spielt von Anfang an, sondern Daniel Perez oder Perez eigentlich, nicht Perez. So, im Tor. Und die Doppel-6 oder jetzt mittlerweile ja Neudeutsch Holding Six ist
Kimmich und Bindeglied zwischen Offensive und Defensive wird dann Goretzka sein. Müller hinter den Spitzen und somit ist eigentlich auch alles gesagt, sind wir durch. Zum kompletten Spieltag komme ich ja eh dann nach dem Spiel. So, würde ich sagen, gehen wir rein. Also ein Punkt wäre schon echt heftig. Heftig, heftig einfach nur. Würde mich selber überraschen. Aber sagen wir natürlich nicht nein, ne? Bayern auf jeden Fall angeschlagen aktuell. Die Chance ist da. Müssen halt, wie gesagt, die wenigen Chancen, die wir mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen, auch nutzen. Gleiches Spiel quasi wie gegen Dortmund, nur auswärts. Also nur schlimmer. So gesehen. Aber zum Beispiel die Anfangsphase zu überstehen, wäre schon ein ganz guter Schritt auf jeden Fall. So, zu unseren Stärken, Standards. Wittek fällt aus. Wenn es gar nichts bringt, kann ich immer noch ja auf langen Pfosten gehen, aber bisher sah es sehr gut aus, die Führung. 1-0 VfL Wittek trifft. Die wird verrückt. Unsere Außenverteidiger sind komplett am Begeistern aktuell. Oder wissen zu begeistern. Kann man sehen, wie man will. Oder sagen, wie man will. Wittek, zweites Saisontor. Paslak hat schon getroffen und noch 6 Assists. Also, kneift mich mal einer bitte. Daschner direkt mit der zweiten Vorlage. Kneif mich mal einer. Also, wenn wir hier was mitnehmen. Also, ich verliere den Glauben dann langsam. Was wir vielleicht für eine Saison wird. Das wäre der absolute Hammer. Aber ist ja erstmal jetzt 10 Minuten gespielt. Riemann, sicher in dem Fall. Ich habe auch noch nie gegen Bayern gewonnen beim FM. Also muss ich sagen, das wäre auch der erste Sieg gegen Bayern. Paslak. Paslak. 2-0. Was ist hier los? Was ist hier los? Alter, was passiert hier gerade? Also ich habe da irgendwie echt ein Händchen mit den Außenverteidigern gemacht, dass ich da richtig Glück habe. Dieses System geht so weit von dermaßen auf, dass die beiden Außenverteidiger angreifen. Über die Fl das ist der Wahnsinn. Aber wie gesagt, also wir sind noch in der Anfangsphase. Ganz ruhig bleiben. Das zählt vor allem für mich. Masraoui. Abgefälschter Ball. Bernardo ist zur Stelle. Ich muss erstmal die Spieler loben. Also das muss man auf jeden Fall loben. Das ist ja der Wahnsinn, was hier abgeht. Sané. Ball raus. Kimmich liegt quer auf Upamecano. Unsere Schwachstelle. Drauf, drauf, drauf. Bisher haben wir zwei Schüsse, zwei Tore aus der Distanz kassiert. Vero. Und ja, die Anfangsphase geht ganz klar an uns. Ich traue meinen Augen gerade nicht, ehrlich gesagt. Daschner mit zwei Assists und unsere beiden Außenverteidiger treffen beide. Aber vor allem Daschner, was hat er denn da für einen Sahnetag erwischt, bitte? Also ich war gerade echt komplett vom Glauben ab. Jetzt Ballbesitz, Bayern nimmt das Spiel in die Hand so langsam, 56% Ballbesitz. Aber wir verstecken uns nicht, ne? Wir sehen können angekommene Pässe auf unsererseits auch 91%. Also die Passquote unsererseits super. Wenn man denkt, wir spielen hier gegen Bayern, wie die draufgehen, mit Sicherheit. Aber lassen wir erstmal noch die Kirche im Dorf. 3 € ins Phrasenschwein. Kimmich mit der gelben Karte. Ballbesitz wird immer mehr. Bayern jetzt mit 62% Ballbesitz. Wittek sieht den Karton und Goretzka knapp drüber. Da müssen wir erstmal jetzt Wittek, nicht Wittig. Vorsicht in die Zweikämpfe, bitte, mein Freund. Ich werde jetzt, ich will, ich muss, ich muss, ich muss mal ruhiger werden. Noch nicht zu früh, Freund. Die werden gleich garantiert umstellen. Ich kann mir vorstellen, 4-2-4 oder so. Ein Sturmpartner neben Harry Kane, vielleicht Sané als hängende Spitze nach vorne ziehen. Kann ich mir gut vorstellen.
Lucia mit der gelben. Da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt sagen, defensives Mittelfeld. Oder Abräumer. Komm, wir machen Abräumer verteidigen. Dass er die Härte beibehält. Aber dadurch können wir ihm wenigstens sagen, Freund, mach mal ruhig. Müller nimmt da mal besser aus der Manndeckung raus. Oder ist das genau vielleicht der Schlüssel, welcher der da zum Erfolg führt? Da muss ich jetzt erstmal genauer überlegen. Naja, also er ist eigentlich auf dem Platz neben Quarteng eigentlich nur technisch der Schlechteste. Wenn man jetzt mit der Leistung sagen kann, das ist schlecht. Aber 6,6 Quarteng auch. Also ich werde mal sagen, Jung, in deinem hohen Alter, mach ruhig, sonst gibt es hinterher noch einen Kollaps. So, heute ist nur los. Achso, Einwurf. Masraoui, Goretzka, nächste Chance Bayern. Die geben jetzt wirklich. Ich rechne da jetzt mit extrem Gas. Pass lag dazwischen. Schön aufgepasst. Sollte ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Auf Partey, der geht alleine durch, zieht ab und drüber aber. Ja, letzten Sekunden. Wir gehen mit 2-0 in die Halbzeit. Okay. Ja, das ist. Muss mir einer wirklich. Nee. Das ist der Wahnsinn. Was hier geht denn hier ab? Noch nichts passiert, aber ganz ruhig bleiben, nicht hyperventilieren. Erstmal die Statistiken angucken. Ballbesitz ist klar, damit habe ich eigentlich komplett gerechnet. Ballbesitz ist angekommene Pässe, das ist sehr zufriedenstellend. 88% Zweikämpfe ist in Ordnung, könnte besser sein. Kopfballduell, da sind wir definitiv stärker und das ist wichtig. Harry Kane, Upamecano und Kim, das sind natürlich schon Biester. In den Sprintduellen, also wir laufen auch, glaube ich, etwas mehr. Sie stehen hier die Kilometerzahl. Nee, keine Kilometerzahl per se, aber wir haben mehr Sprints absolviert. Da könnte man eventuell dann daraus auch abdeuten, dass wir mehr laufen. Zu viele unserer Flanken wurden heute vom Gegner abgefangen. Wir sollten umsichtiger zu Werke gehen, okay. Dann werde ich mal so den beiden Außenverteidigern, glaube ich, sagen, weniger Flanken, also nicht so häufig. Genau, ich sage ja nämlich häufiger Flanken immer. Dann heißt da schon mal ein bisschen mehr Ruhe rein und vielleicht den Ball dadurch auch mehr in den eigenen Reihen halten, dass wir dann auch eine eigene höhere, ja, Ballbesitzquote haben, auch einen längeren Zeitraum den Ball halten können in den eigenen Reihen. Und dann war das noch, dass wir zu sehr und zu schnell uns den gelben Karton einhandeln. Das heißt, wir sagen dann in den Duellen auf den Beinen bleiben. Ja, wird jetzt ein Genickbruch, wer per se ist eine gelb-rote Karte. Das wäre natürlich jetzt fatal. Wir warten mal ab, aber ich bin schon dran, dazu geneigt zu sagen, ich glaube, ich werde Plan A Osterhage reinschmeißen für Toto. Oder wir ziehen Ordetz oder Bernardo in die Mitte. Schlotterbeck rutscht nach vorne und Opoku kommt dann mit noch rein. Genauso wie Soares dann links auf dem Flügel dann agiert. Wir warten mal. Boah, ich bin eigentlich drauf, noch zu sagen, machen wir so. Warten wir mal ab, komm. So ab der 60. können wir immer noch schauen. Wenn es in der Zeit hoffentlich nicht zu spät ist. Wir da nicht nur noch mit 10 Mann auf dem Platz sind. Erstmal jetzt Luki Luki machen. Wittek, hoffentlich keine individuellen Fehler jetzt in dem Spiel. Gnabry geht früh drauf. Rossia passt schön auf. Oh weia, oh weia, oh weia. 3 Minuten gespielt. Davis beim Freistoß. Ich werde mal ganz kurz schauen, habe ich jetzt voll vergessen, ob die gewechselt haben. Nein, Systemänderung gibt es auch keine. Nö, per se nicht. Ich kann mir vorstellen, aber 60. so. Aber jetzt erstmal das hier überstehen. Davis. Davis, Riemann stark. Sané. Bernardo stark. Aufpassen, Kimmich. Upamecano schön geblockt. Oh, da gibt noch mal Ecke. Ja, die Bayern machen jetzt Druck, ne? Also die werden jetzt richtig Gas geben. Ich weiß nicht, ob wir vorsichtiger spielen sollen.
könnte aber auch dazu führen, dass wir dann. Oder doch, komm. Wir verwalten das Spiel. Da geht jede Möglichkeit flöten bei mir, noch geradeaus zu sprechen. Der geht klar drüber. Ja, da stand Riemann mit einem guten Reflex, aber das sah aus, als ob der Ball von alleine in die Karpaten geht. 55 Minuten gespielt. Bayern jetzt ordentlich am Drücker. Aufpassen, Kane, das sieht abseits, abseits. Dreh ich durch. Komm, Konzentration, Freunde. Oder? Wir loben nochmal. Ich traue mich nicht. Wir warten einfach. Ja, das kann ja auch schnell hinten losgehen, dass die dann sagen, was will der von uns? Wir läuft alles gut. So, 60 Minuten jetzt rum. Schauen wir mal nochmal bei den Bayern nach. Kane, Müller, Gnabry, alles das Gleiche. Also ganz ehrlich, ich habe Schiss vor so einem 4-2-4. Wenn die damit spielen, das wird, glaube ich, so dermaßen Druck geben. Bring mal einen neuen Stürmer mit Asano. Asano für Paciencia, Quateng. Tja, vielleicht gleich Ostage und so. Ares auch noch Wechselkandidaten. Ich würde sagen, Soares kommt für Wittek. Ich habe Angst, genau die falschen Wechsel sind. Ich bringe mal Asano für Quateng. Komm. Erstmal einen neuen Stoßstürmer. Ich habe da jetzt in dem Fall echt irgendwie Schiss, dass ich den falschen Wechsel ziehe und damit hier alles kaputt mache. Upamecano. Schlotterbeck passt stark auf Daschner zurück. Asano kann den Ball nicht behaupten. Ich setze mal um auf ausgewogen wieder. Läuft nicht mehr ganz so, seit wir jetzt vorsichtig spielen. Sané hat viel, viel Platz über dem Weg. Aber der geht Gott sei Dank. Gott sei Dank geht er deutlich drüber, der Kopfball von Harry Kane. Halbe Stunde noch zu spielen, würde ich sagen. Nächster Bayern-Angriff rollt an. Kane raus auf Goretzka. Hält den Ball. Kim auf Kimmich. Müller aufpassen, oben ist Lücke, oben Goretzka ganz frei. 2-1 nur noch. Ich habe es noch gesehen oben. Keiner reagiert richtig. Ja, da war die Lücke. Aber wir werfen mal neue frische Beine rein. Osterhage kommt für Toto und Soares für Wittek. Da haben wir erstmal die beiden Gefahrenherde mit von wegen Platzverweis weg. Bero werden wir, glaube ich, mal sagen, da soll sich ein bisschen mehr reinschmeißen. Kann man das hier? Nee. Nee, kann man nicht. Vielleicht ein bisschen mehr verteidigen. Flügelverteidiger sollten jetzt vielleicht mehr, ja. Oder doch mehr unterstützen oder verteidigen. Das Ding einfach jetzt verteidigen, ne? Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen. 4-3-3 wäre jetzt auch eine Variante. Nein, wir bleiben so. 4-3-3 ist andererseits eventuell einen Tacken zu offensiv. Nochmal mehr fordern jetzt. Kommen Leute, Kopf hoch, Brust raus, Konzentrationsmodus an. Matos Spero, kein gutes Spiel, baut langsam ab. Da vielleicht auch noch mal schauen. Da haben wir ja die Möglichkeit, keine. Keine große Möglichkeit jetzt so gesehen. Opoku könnte, glaube ich, auch im defensiven Mittelfeld spielen? Nein, kann er nicht. Warte mal. Boah, jetzt bin ich aber echt zappelig, du.
Osterhage. Der kann doch auch, da genau, der könnte rein theoretisch, könnte ich den nach vorne ziehen. Schlotterbeck raus ins Mittelfeld. Bernardo in die Mitte. Lopoku. Dann so. Und Poco mit dem Pflichtspieldebüt gegen Bayern ausgerechnet. Hofmann. Hofmann. Oh, Perez. Klärt zur Ecke. Ich wäre schon jetzt trotzdem, natürlich wäre schon enttäuscht, jetzt noch 2-2 zu spielen. Aber ein Punkt, den hätte ich vorher unterschrieben. Paslak. Und Perez wieder. Ja, Bayern nimmt mittlerweile das Spiel komplett an sich jetzt. Ja, Goretzka. Da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich den am Ball sehe, irgendwie heute. Sané gibt viel Gas da vorne. Ball kommt hoch rein, Müller und Riemann sicher. Bisher nicht so eine starke Saison von Manu, aber hier macht er doch einen ganz guten Eindruck. Mal passen. Wie weit können wir noch wechseln? Gar nicht mehr. Schlussphase fängt an. Schauen wir nochmal bei dem Gegner nach. Bayern haben bestimmt gewechselt. Musiala, ja doch, so richtig ausgesprochen. Der Jude Jamal. Eingewechselt. Ne, hinter den Spitzen einfach. Die haben jetzt rotiert quasi. Müller jetzt rechts außen, Musiala hinter den Spitzen, Leimer kam jetzt rein. Auf dem Flügel, auf den rechten. Den drücken wir natürlich in die Mitte. Indem wir ihn auf den linken Fuß zwingen. Musiala kriegt natürlich das volle Programm auf die Socken. Ja, passt. Kim beim Freistoß. Bitte, bitte, bitte kein dummen Scheiß jetzt. Schlotterbeck erobert sich den Ball, nimmt Asano mit, der zieht ab 3 zu 1. Ich werde bekloppt. 84. Minute 3-1 Takuma. Oder war Takuma so Puma? Genau, das ist der Spitzname. Gucken wir uns nochmal an. Schlotterbeck mit einer bärenstarken Balleroberung. Hat das Auge für Asano, der zieht direkt ab, fackelt nicht lange. Zweites Saisontor, Perez. Sieht aber auch nicht wirklich gut aus, interessiert aber kein Schwein am Ende. Ist ja gut für uns. 3-1 bei Bayern, ey. Ist doch nicht wahr, ey. Drei zu 1 bei Bayern. Was passiert hier? 89. Minute, Eckball Sané. 3-2 nur noch Bunassar? Ach, guck mal. Leimer wieder, Leimer jetzt auf die Goretzka-Position. Bunassar eingewechselt. Trifft sofort. Der Sack. Der Sack, der ist mir voll entgangen. Shit. Egal, es bleibt eng. Ein Punkt ist trotzdem noch möglich. Ich glaube, ich habe gerade zwischendurch voll ins Mikro geschrien. Dafür Entschuldigung, wenn es gekratzt hat und unangenehm wurde für die Ohren. Ja, das muss man sich mal geben, was hier passiert. Was passiert hier gerade? Schade, aber dass das jetzt so schnell die Antwort kam, dadurch wird es gleich nochmal sehr, sehr eng. Aber mal so richtig. 5 Minuten on top noch. Dankeschön, Schiri. Oh, jetzt aufpassen, Leute. Jetzt bloß keine dumme Scheiße wieder wie in den ein oder anderen Spiel mit den individuellen Fehlern. So, Ares spielt zurück. Zurück. Opoku hat seine Probleme bei der Ballannahme und hier zeigt er sein Defizit im Spielaufbau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hot. Oh Gott, Davis macht das Spiel breit, Sané. Flanke kommt rein, die ist gut, Opoku. Passt auf. Nochmal Sané. Leute drauf, brecht in die Haxen. Ecke nochmal, oh Gott. Oh, zieht den Bayern die Lederhosen aus, du, das kannst du nie anders sagen in dem Fall. Kimmich, schnelle Ecke, schnelle Ecke. 4 Minuten noch. Leimer. Leimer an den Pfosten.
Was für eine Dramatik hier. 3 Minuten noch. Bayern gibt Gas. Ich glaube, wir werden mal sagen, Sané und... Ey, ich habe, glaube ich, wieder volle Möhre geschrien. Wir gehen jetzt mal in die Defensive. Die letzten 2 Minuten. Boah, Jungs. Nehmt das Ding mit. Und Poku. Was macht er? Oh, der Depp. Haut das Ding einfach nach vorne. Halt doch den Ball, du Depp. Oh Gott, Davis. Riemann wieder stark. Tippt den Ball über die Latte. Anschließende Ecke garantiert, ne? Oh nein. Oh nein. Schlotterbeck zur Ecke. Zum Einwurf. Letzte Minute läuft. Leimer. Kimmich. Immer noch Kimmich. Harry Müller. Bunassalo, Leute. Und Passschlag klärt. Nächster Angriff, Upamecano. Wieder Bonassar, den kriegen sie nicht im Griff. Flanke kommt rein und die geht daneben. Bernardo ist da. 30 Sekunden noch, ich schwitze wie Sau. Das ist Stressschweiß vom Feinsten. Kimmich. Der kommt frisch aus der Quelle. Kimmich. De Ligt. Kimmich wieder. Er blitzt. Haut die abseits. Abseits, das bringt Zeit. Abpfiff. Gewonnen, Alter, bei Bayern, ich werd bekloppt. Wir haben Bayern geschlagen. Was ist das für eine Saison? Was ist das für eine Saison? Egal. Weiter geht's. Naja, Letsch kann sich bei mir. Thomas Letsch kann sich gerne bei mir Tipps abholen. Jetzt ist er raus. Wir sind erfreut. Ey, wir sind begeistert. Was für ein Erfreut, Alter. Es ist ein Sieg bei Bayern. Wir haben den Bayern quasi den Zahn gezogen. So gesehen, mit den eigenen Mitteln. So, dann bröseln wir mal den 5. Spieltag in seine Einzelteile auf. Am Freitag hat Stuttgart gewonnen. 2-0 gegen Darmstadt. Die warten weiterhin dann auf den ersten Saisonsieg. Augsburg, Mainz 2-2, Dortmund, Wolfsburg 2-0, auch die Wolfsburger weiterhin in der kleinen Krise. Leipzig, wichtiger Auswärtserfolg, 3-2 bei Gladbach oder in Gladbach. Hier unser 3-2-Sieg im Ball gegen Bayern, also das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe noch nie wirklich gegen Bayern, auch nur ansatzweise, doch einen Punkt habe ich mal geholt beim letzten FM, aber ich bin mir nicht mehr sicher genau. Auf jeden Fall erster Sieg, den ich jemals gegen Bayern gerissen habe. Mit Bochum oder, ja gut, bisher habe ich immer nur Bochum gespielt. Ist ja jetzt wurscht auch. Union siegt weiter, bleibt erster. 1-0-Sieg gegen Hoffenheim und Werder Bremen besiegt Köln 3-1. Duxch hat auch getroffen. Santos Boré mit einem Doppelpack. Bayer Leverkusen jetzt weiter im Aufwind. 2-1-Sieg gegen Heidenheim und Frankfurt-Freiburg trennen sich 0-0. Dadurch haben wir folgendes Tabellenbild, und zwar sind wir aktuell Dritter. Nach 5 Spieltagen haben jetzt schon 10 Punkte. Also, die Hinrunde läuft super. So gesehen jetzt eigentlich nochmal 10 Punkte und wir haben schon mal die halbe Miete für den Klassenerhalt in der Tasche und haben gegen 3 Mannschaften gewonnen, die international vertreten sind, mit Dortmund, Frankfurt und Bayern. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Wir haben Dortmund und Bayern geschlagen. Zwar jeweils immer mit einem Tor Unterschied nur, aber danach kräht keinen Hahn mehr hinterher. Wir haben einfach mal die beiden besten Teams in Deutschland besiegt. So, Wolfsburg weiter ohne Sieg, genauso wie Darmstadt. Augsburg anfangs noch gut gestartet, aber irgendwie jetzt voll mit der 7-1 Niederlage gegen Leipzig zwischenzeitlich im freien Fall. Ne, sieht man jetzt 2 Niederlagen, aber die waren beide deftig. Beide auswärts, 5-1 bei Bayern, 7-1 bei Leipzig. Also auswärts läuft es nicht so gut für Augsburg. Und ansonsten würde ich sagen, die Überraschung unten, die wir da bisher haben, ist an und für sich Wolfsburg mit dem Kader, den sie da vorhanden haben. Und die warten nach wie vor noch auf den ersten Saisonsieg. Und ich komme auf die Tabelle nicht klar, wenn ich sehe, wie wir nach 5 Spieltagen 10 Punkte haben und Platz 3 stehen. Aber ja gut, bleibt abzuwarten. Die Saison ist noch lang. Aber wir sind auf jeden Fall super gut reingestartet. Ich beende den Part auf jeden Fall an der Stelle. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend und bedanke mich vor allem fürs Zusehen und die damit verbundene Unterstützung. Sehr nett von euch. Tschüss, bis bald.